Ende Sommer, Anfang Herbst, da ist in vielen Gärten noch mal Hochsaison. Da wird gewerkelt und gewurstelt und der Garten für Herbst und Winter vorbereitet. Aber ich finde, weniger ist dabei mehr. Schön, dass du mit dabei bist bei Gabis Garten. Schön hier, blüht noch alles. Gibt's noch genug für die Insekten? Hier ist schon manches verblüht. Sieht aber auch schön aus. Mit dem Ende des Sommers werden die Blüten immer weniger. Und ich versuche alles stehen zu lassen, was überhaupt nur blüht, damit die Insekten noch was finden. Und vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, zu schauen, in welchen Zeiten, in welchen Monaten hast du nichts Blühendes im Garten und dann vielleicht für das nächste Jahr zu schauen, was du noch dazu pflanzen oder sehen könntest. Manche Blüten kann man auch oder manche Pflanzen kann man auch zum Blühen animieren, indem man Teile, die schon verblüht sind, abschneidet. Wie zum Beispiel an dieser Pflanze, die fängt oben an zu blühen und dann treibt sie von unten nach. Und das obere ist jetzt hier schon alles verblüht. Und wenn ich das wegschneide, dann hat die Pflanze mehr Kraft, in die unteren Triebe zu stecken und die zum Blühen zu bringen. Die werden dann zwar nicht mehr so groß, gibt nicht mehr so viele Blüten, aber trotzdem, Hauptsache es blüht irgendwas. Und dafür habe ich meine Schere dabei. Guck mal, hier übrigens meine Tasche. Die ist super praktisch. Da habe ich meine Schere, einen Handschuh, wenn irgendwas Stacheliges ist und natürlich meine Kamera, wenn mir unterwegs irgendjemand begegnet im Garten, wo ich ein Foto oder ein Video von machen möchte zur späteren Bestimmung. Also hier schneide ich jetzt einfach mal hier ab. Das sieht dann in dem Moment nicht so schön aus, aber aus den ganzen Blattachsen treiben neue Triebe mit möglichen Blüten nach. Natürlich immer vorsichtig schneiden, weil es gibt ja nicht nur die Insekten, die fliegen, wie die Hummeln oder Bienen oder Schmetterlinge, die dann natürlich, wenn ich hier an der Pflanze wackle, auch weggehen. Es gibt ja auch die Spinnentiere und ähnliche, die sich einfach irgendwo in den Pflanzen verstecken und deshalb immer sehr, sehr vorsichtig schneiden. Oh, halt, guck mal, da sitzt jemand. Ein Weberknecht. Das meine ich mit ganz, ganz vorsichtig schneiden. Da sind sogar zwei Weberknechte. Total schön. Die haben sitzen mit ihren langen Beinen gerne einfach in den Pflanzen und verstecken sich da. Die sind zwar spinnenartige Tiere, also keine Spinnen, aber die weben keine Netze, sondern die sitzen einfach an den Pflanzen. Und, oh, das ist so cool. Die haben ja so ganz lange Beine und das zweite Beinpaar, die sind quasi so zum Tasten. Die gucken immer, wo ist irgendwas. Total neugierige kleine Kerlchen. Ich mag die ja. Komm, lass dich noch mal richtig anschauen. Ja, ist ihm doch nicht so ganz geheuer. Na gut, dann geht's weiter. Ach übrigens, jetzt ist auch ganz, ganz besonders wichtig, wenn du irgendwo unter einer Hecke mähen möchtest oder mit so einer Tellersense irgendwo arbeiten. Jetzt ist die Baby-Igel-Saison. Es ist ja sowieso gut, immer zu gucken, bevor man mäht, vor allem mit den ganz scharfen Werkzeugen. Aber jetzt ist es in der Babysaison der Igel besonders wichtig, zweimal hinzugucken oder am besten mit der Hand unter der Hecke zu mähen. Und da, wo vielleicht ein bisschen dichter ist und ein Igelnest sein könnte, da lass es doch einfach noch einen Moment ruhen. So schnell ist ein Nest zerstört, wenn man nicht vorher geschaut hat. Und es ist doch dann nachher schade, wenn man einen Igel verletzt oder irgendjemand von den Babys dann durch die Tellersense irgendwie ums Leben kommt. Also zweimal gucken oder mit der Hand schneiden oder einfach noch ein bisschen ruhen lassen.
So, mal hier ganz vorsichtig, dass ich euch nicht weiter erschrecke. Was noch komplett warten muss, ist der Schnitt von Bäumen, Büschen, Gehölzen bis nach dem 1. Oktober. Im Bundesnaturschutzgesetz ist festgelegt, dass zwischen dem 1. März und dem 30. September jeden Jahres keine Bäume, Hecken oder Sträucher geschnitten oder abgetragen, entsorgt werden dürfen, also entnommen dem Garten. Das macht natürlich Sinn. Das ist nicht nur einfach irgendein Gesetz, sondern das ist die Zeit, wo die Vögel drin brüten. Das ist die Zeit, wo das Nahrungsquelle und Rückzug ist für viele Insekten. Und wenn das dann irgendwie abgeschnippelt wird und entzogen wird, also quasi ein ganzer Busch oder ein ganzer Baum wegfällt, dann fehlt natürlich was. Dann kann die Vogelbrut möglicherweise ums Leben kommen. Auch selbst wenn man in eine Hecke ein Loch schneidet, also wenn man die Hecke quasi sehr stark schneiden würde in der Brutsaison, würde man ja quasi Löcher reinschneiden und dann wären die Fressfeinde, würden sofort die Nester, die da drin sind, entdecken und ausräubern. Von daher Heckenschnitt, Baumschnitt nach dem 1. Oktober. Und dann vielleicht auch nicht alles auf einmal absäbeln, sondern so Stück für Stück. Stück für Stück. Ich mag total gerne solche Pflanzen, die auch nach dem Verblühen noch so dekorativ sind wie die Pflanze. Und das ist nicht nur dekorativ im Winter, da sind ja dann alle Blätter weg und dann verholzen die Stängel und es bleibt einfach hier oben so ein Köpfchen. Das ist auch noch wertvoll für die Vögel. Also zum einen sind die total schön, was die Samenstände angeht hier oben. Und da kann man schon sehen, hier bilden sich die Samen. Da waren ja die Insekten dran, die sind befruchtet worden. Und das sind ganz kleine, feine Samen. Und es gibt einige Vogelarten, die diese kleinen, feinen Samen mögen, wie zum Beispiel die Distelfinken, Stieglitze. Die kommen dann im Winter und picken die Samen daraus. Und das ist doch total schön, dann auch zu wissen, ich habe auch natürliches Futter für meine Gartenvögel, das sie im Winter genießen können und selber einfach sich sozusagen ernten. Von daher, das wird überhaupt nicht abgeschnitten, das bleibt stehen, bis dann im nächsten Jahr die Pflanze wieder von unten raustreibt und dann schneide ich das ab. Wenn es ein hohler Stängel ist, dann wird nur ein Stück abgeschnitten, dann ist es noch Rückzugsmöglichkeit für Insekten. Also auch da, finde ich, ist weniger mehr. Ganz genauso bei den Pflanzen, die jetzt einfach verblüht sind. Da muss man eben ein bisschen aushalten, dass es jetzt nicht so dekorativ aussieht wie die Pflanze, die ich dir eben gezeigt habe, aber nicht weniger wertvoll. Guck mal, die Blätter haben sich so eingekräuselt, die sind trocken und ich lasse das alles komplett stehen, bis es runterfällt. Weil in diesen zusammengekräuselten, zusammengewölbten Blättern, da verstecken sich die Insekten. Einige Insekten. Und im Winter oder im Herbst räche ich dann so das vertrocknete Laub so ein bisschen zur Seite. Und dann können die Insekten darin überwintern und haben damit einfach eine Möglichkeit, den Winter gut zu überleben. Und die Vögel, die eben von Insekten leben und auch im Winter durch das trockene Laub stochern, die finden hier und da auch eine kleine Fliege oder eine kleine Spinne für sich selber zur Nahrung. Also auch das einfach stehen lassen und dann kann man immer noch, wenn man sagt, ach nee, die Stängel, das gefällt mir nicht, wenn alles abgefallen ist, die Stängel abschneiden und auch da gucken, alle Stängel, die hohl sind, lasse ich stehen komplett und mache sie erst weg, wenn dann konstant milde Temperaturen sind, dann also eher so Richtung Mai im nächsten Jahr. Außer den hohlen Stängeln, in denen sich die Insekten verstecken können, gibt es auch die sogenannten markhaltigen Stängel. Das kann man ganz einfach erkennen, wenn man das abschneidet und dann so von oben reinschaut. Die sind gefüllt. Das ist eine helle, erstmal noch weiche,
eine weiche Textur, die dann ein kleines bisschen aushärtet. Und das ist unheimlich wertvoll für einige Wildbienen oder Solitärwespenarten. Die bohren da einen Gang rein und legen ihre Eier da rein und dann schlüpft da der Nachwuchs. Aber das dauert seine Zeit. Jetzt ist der Stängel noch grün. Ich habe ihn jetzt abgeschnitten, weil ich nicht wollte, dass die Nachtkerze sich hier aussamt. Und ich habe ihn ungefähr so einen guten Meter lang gelassen. Von unten her fängt er schon langsam an, sich zu verholzen. Und das ändert dann, also damit wird er einfach sehr, sehr hart. Und auch das Innere verändert sich etwas. Und erst im darauffolgenden Jahr, also über den Winter drüber, Frühjahr oder Sommer, legt dann die Solitärwespe oder Biene ihre Eier da rein. Und erst im darauffolgenden Jahr schlüpft dann der Nachwuchs. Der braucht immer über den Winter, um sich zu entwickeln. Und dann schlüpft das fertige Insekt. Das heißt, wenn ich das an einer Stelle so abschneide und anbiete für die Wildbienen oder die Solitärwespen, dann braucht es wenigstens 2 Jahre an dieser Stelle, muss es stehen bleiben, sonst nützt es den Insekten nichts. Das heißt, wenn du so einen Brombeerstängel, Nachtkerzenstängel, irgendwie sowas hast und anbieten möchtest an einer Stelle, wo es dich nicht stört, gerne in der Sonne, dann probier es doch mal aus und beobachte, was passiert. Wenn es an der Stelle ungünstig ist, kannst du es auch abschneiden und einfach an eine sonnige Stelle hinstellen, an einen Ast binden oder so und dann beobachten, wie hier der Nachwuchs schlüpft. Fertig mit den Herbstvorbereitungen? Nein, noch nicht ganz. Ein bisschen was wird noch später erledigt, dann nach dem 1. Oktober. Aber für jetzt genieße ich einfach die Zeit, die ich gewonnen habe, weil ich nicht so viel im Garten rumgewurschtelt habe mit den sogenannten Herbst- und Wintervorbereitungen und genieße die Zeit lieber hier zu sitzen, zu beobachten, die Sonne zu genießen. Die ist auch Ende des Sommers, im frühen Herbst noch schön, zu sehen, was blüht noch alles, welche Insekten sind noch unterwegs und einfach zu verweilen. Denn der Garten hat ja auch mit Genießen zu tun und nicht nur mit Wursteln und Bergeln, sondern auch einfach reinsitzen. Und ich finde, es fühlt sich auch gut an, wenn ich sehe, wie es den Insekten in meinem Garten gut bekommt, wenn etwas mehr Wildnis, wenn etwas mehr Rückzugsmöglichkeiten da sind, wenn möglichst lange im Jahr, auch in den Herbst hinein, noch Blüten zur Verfügung stehen. Wenn sie einfach noch Nahrung finden und dann auch Rückzugsmöglichkeiten für den Winter. Und das ist so einfach und ich finde so viel einfacher, das so zu gestalten mit etwas weniger Arbeit als mit ganz, ganz, ganz viel Werkeln. Ich glaube, das ist nur so, dass so ist mein Eindruck, das Traditionelle, mit dem viele von uns groß geworden sind vielleicht, dass man einfach im Herbst alles abschneidet, bodentief, dass es ordentlich aussieht. Das mag das Ordnungsempfinden von manchen Menschen sein, aber in der heutigen Zeit finde ich es einfach wichtig, auch an die Insekten und an alle Tiere im Garten zu denken. Und zu genießen. Dabei wünsche ich dir viel Freude. Vielleicht magst du das eine oder andere ausprobieren und genieß die Zeit, die du gewinnst, wenn du im Garten weniger werkelst in den Herbst- und Wintervorbereitungen. Genieß die Zeit, einfach zu sitzen und zu schauen und zur Ruhe zu kommen. Viel Spaß dabei!